hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier beim Foodtruck Simulator. Ja, mehr oder weniger in den Überresten davon. Der olle Dennis hat ja letzte Folge unseren Laden angesteckt, hier beziehungsweise unsere Garage, unseren Wagen. Es ist alles abgebrannt, es ist alles in Schutt und Asche, aber wir haben noch unseren Computer. Den hat er nicht angezündet. Okay. In dem Sinne, Dennis, you should be able to see a new tab called Decorations under the Garage tab. Click on it. So, Dekoration. Now you can see all of the parts of your garage that can be customized. You should be able to clean all six garage parts with the money you have left. I'll try. Ja, wir können das alles wieder aufmachen, denn es war völlig unnötig, was du hier abgezogen hast. Neue Neonwall. Neues Büro. $25, Dennis. Upstairs, was auch immer da los ist, auch $25. So, Workshop. Boah, stell dir mal vor, der Tankteil hätte gebrannt. Looks like it's all done. Starting to feel a bit better. I got one more thing for you in the meantime. What can I do? A side job. I know a guy who's looking for help. I have informed him that you might be interested and he should call you. All right. Thank you, Clara. We'll be in touch. Warte auf einen Anruf von Luciano. Solange sind wir hier eingesperrt in der Garage, oder wie? Wo ist denn der Anruf? Ah, da. Ciao, it's Luciano. You Hallo. Must be the kid Clara told me all about. Das Kind? Yeah, hi. That's me. I've been told what happened. But life goes on, and you have to get on your feet. I got that. Yes. You work fair, and I pay you fair. Sounds like a good deal, right? Sure. So, where do I start? First, let's deal with the paperwork. You need to send me a job request on your PC. All right. Wir müssen hier immer alles am Computer machen. A tab called Jobs should be now available on your PC. Ich will keinen Job von Luciano. Ich will meinen Wagen wieder. Wir haben noch $300. Da sollen wir doch mal einen Foodtruck für kriegen. Oh, Luciano, hallo. Grüß dich. Pizza. Ah, der hat auch so einen Foodwagen da. Oh, die Pizza, die sieht aber nicht so lecker aus, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Welcome to my small slice of the world, boy. Wow, not that small. You have a lot of equipment here. Ah, of course, because I serve almost anything you can imagine here. Mm-hmm. Looks like I'll have a lot of learning to do. For sure. Moreover, you will be able to start from the most beautiful thing. Which is? The Italian cuisine, of course. Oh, okay, I should have guessed that. Time to work. The first order is awaiting. See the oven at the end of the food truck? I think so. Use yeah. the red button to turn it on. Keep in mind that it's powered by gas. Oh, Madonna! What's wrong? It doesn't work. First, insert a gas bottle in its place. Sorry, boss. I forgot. Don't be an amateur, boy. Entschuldigung. So, Backofen ist an. So, here you can see my beautiful oven. It's the only right place to bake pizza. Got it. Remember, an oven needs sometimes to get the right temperature. Don't open the oven if it's not necessary, or it will lose heat. I'll keep that in mind. Now you need to take the pizza dough out of the fridge and spread it out on the assembly table. Okay. Each product is placed in a drawer suitable for the type of the kitchen it is used in. You can find pizza dough in the drawer called Italy. Luciano, the dough is on the table. What now? It is hard to handle the dough without good equipment. I left you a rolling pin. Take it out and get to work. Oh, Nudel halt stark. Perfetto. Now you need to roll all the dough evenly until it's Oh, guck euch das mal an, wie wir das hier machen. Base, boy. It worked. So. It's time for the heart of every pizza. First of all, you need to add the tomato sauce into the sauce stand. So, wo ist die Tomatensauce? Wo ist die Tomatensauce? Ah, da. Ketchupflaschen, Tomatensauce. It's done. I have left you a wooden spoon. Take it out. Now you can use it to add the sauce to the dough. Oh, guck dir das mal an, wie wir das machen hier. Wir sind hier. Finde ich doch gut. To add a few pieces of cheese too. Okay. Pick up some mozzarella. Cut it into four equal pieces. Mozzarella. And add on top of the pizza. Wir müssen ihn schneiden, denke ich mal. So. Schneiden können wir gut.
Wann ist denn hier mal fertig geschnitten? Schneide. Oh, in 4 Stücke, okay. Lege die Mozzarella-Scheiben auf die Pizza. Das stört mich immer noch ein bisschen. Now take out the pizza peel. Prepared pizza can be only moved with the peel. Capisci? I'll keep that in mind. Great. So, weg damit. Was müssen wir machen? Pizza schaufeln. Da. Time to bake our beauty. Can't wait to see it. Remember. When you make pizza, you need to keep your eyes on it. The temperature is high, so it can quickly turn into burnt charcoal. So, wie will er die denn haben? Luciano, I'll be vigilant. Gebacken. Erstaunlich. Yes, the oven is super hot. In the meantime, you can prepare the pizza box on the table. Good idea. Bereite die Pizza. Oh, wir können hier sogar richtig so eine Pizzaschachtel. Guckt euch das mal an, Freunde und Freundinnen. Wir, alle erst dachte ich, das wäre blöd, weil unser Wagen ist so weggebrannt und alles. Aber das ist ja richtig lustig hier. Also außer, dass wir hier jeden... ich finde es immer besser, wenn man nicht so zugebabbelt wird. Wo ist die Tüte? So, Vorzeitablauf. $19 für eine ganze Pizza. Bravissimo. So, jetzt aber hier ein paar Bestellungen weniger, Luciano. Hau ab jetzt. So, was will er? Der nette Mann. Now let's see how you handle something more complicated. Keep going. Oh nein. This time you're doing it on your own. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte, der labert mich wieder jetzt hier konstant voll. So. Erst ausrollen. So macht man das. Dann Tomatensoße. Quatsch. Mit einem Löffel aus dem Glas. Und dann schön da drauf. So. Lass mal den ganzen Teig schön bedecken. Nur den Rand, den lassen wir schön knusprig. So, was will er noch haben? Mozzarella? Haben wir. Wieso ist denn die Schublade da gesperrt? Wer bin ich denn hier? So, wo ist unser Messer? Wir schneiden die wieder in schön feine Scheibchen hier, den Mozzarella-Haufen. Keine Tooltips. So. Noch ein bisschen, würde ich sagen. Auf dieser Pizza gibt's. Okay, dann legen wir die restlichen Käsescheiben daneben. Weil das ist ja nachher das Schneidbrett wieder, wisst ihr? So, was will er da noch drauf haben? Champignonscheibe. Legen wir auch da drauf, schneiden wir. So, schön in kleine, feine Häppchen. Eine wollte haben, ne? Muss ja da wirklich nur eine da drauf? Hier, komm, wir legen ihm da die ganze Pilz, Alter. Wir legen da nicht eine Pilzscheibe auf. Ist ja Quatsch. So, was will er noch haben? Schinken. Boah. Schönen Batzen Schinken, will er eine. Wie? Nein, nicht ernsthaft. Alles soll dann wirklich nur ein so eine. Das ist ja Quatsch. Das ist ja kompletter Quatsch. Wer legt sich denn eine Scheibe Pilz auf so eine ganze Pizza? Also. Egal, wir machen nochmal neu. Offensichtlich ist das hier so gewünscht. Und wir sind hier in Amerika. Da wird das wahrscheinlich so gemacht. Die kommt da drauf. So. So. Dann nehmen wir uns nochmal einen Pilz hier. Ja, können wir jetzt hier wieder nicht, weil der ganze dämliche Hinken hier rumliegt. Also das hätte man tatsächlich ein bisschen schöner machen können mit dem Schneidbrett. Dass man hier jetzt so einen gesamten Stapel. Oder kann man das nicht? Ich bin zu dumm. Nee, kann man nicht.
So, eine Scheibe. So, eine Pepperoni. Dann müssen wir die ganze Pilze hier wieder da. Also das ist wirklich, das wird auf Dauer nerven. So, Pepperoni? Pepperoni-Scheibe, ja. So, die anderen Scheiben legen wir dann daneben. Also, da war das mit den Burger machen aber irgendwie schöner. Das hier mit der Pizza, das nervt ja gottlos. So, Stück Chili nach. Und eine Quatsch. Ach, auch nicht. Zwiebeln. Wo sind denn Zwiebeln? Bei der Pizza, da haben wir definitiv nicht den Zeitfaktor jetzt eingehalten. Okay, Zwiebel ist drauf, dann kann das ganze Ding in den Ofen. Nee, man kann, ich probiere schon die ganze Zeit aus, ob man irgendwas hier rechts kriegt, aber man kann immer nur links benutzen. Gut, der will die knusprig haben, knusprig. Jetzt ist sie gebacken. Komm gleich, die Pizza, mach dir keinen Kopf. Hier, ne, das dauert halt heute ein bisschen alles. Dämliches Radio. So, wir machen mal in der Zwischenzeit ein bisschen Öl in der Fritteuse. So, der Grill wäre bereit. Oh. So, und eine knusprige Lucianus-Pizza. Sogar vor Zeitablauf, $24. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht, Freundinnen und Freunde. Machen wir. Awesome. Dankeschön, Mann. Guten Appetit. Hau rein. So, der Nächste. Im Anzug. Was will er haben? Neue Bestellung. Vegetarische Pizza. Kriegen wir hin. Hauen wir den Teig mal hier auf den Boden. Also nicht auf dem Boden, sondern auf dem Mise en Place, um hier entsprechend den auszuholen. Noch eine neue Bestellung. So, wieder hier schön die Soße verteilen. Perfekt. Was wir da alles drauf haben? Mozzarella, Zwiebeln, Tomaten, Champignon, Chili. Chili haben wir noch. Champignon haben wir auch noch irgendwo. Chili, Champignon, Tomate, Zwiebel. Tomate war irgendwo hier, ne? Ja. Stellt euch mal vor, wir haben irgendwann auch so einen richtig schönen Foodwagen wie den hier. So, Tomatenscheibe, was wir da noch haben. Jetzt müssen wir die erst alle wieder hier irgendwo sammeln. Fantastisch. Können mir nichts Schöneres vorstellen als hier diese ganzen Dinger da.
So, und dann haben wir da noch ein Mozzarella. Eine Mozzarella-Scheibe wollt ihr denn nur, ne? Naja, wem schmeckt? Also weiß ich nicht, das sieht ja arg mickrig aus. Aber gut, wer es so will. So, die machen wir gerade, die Vegetarier. Die machen wir jetzt. Pizza, so eine Mozzarella-Zwiebel, okay. Und wieder unsere Lucianus Spezial Tomatensoße. So, was wir da haben. Tomatenscheibe, Zwiebel, Mozzarella. Und ein Pilz. Wie alle Slots sind voll. Ist doch scheiße. Oh, der. Oh! Oh, die war aber. Oh, das war aber knapp, du. Ach nee, gar nicht. Der will ja knusprig haben, ich Idiot. Ist sie knusprig? Knusprig. So. Ach, sag mal. Vor Zeitablauf $22, hervorragend. Perfekt. So, was will er hier? Können wir eigentlich direkt ausholen. Danke, Mann. So. Wo kommt der denn jetzt her? Auch Vorzeitablauf, sehr gut. $3 Trinkgeld. $19. So, was will er? Pommes mit Mozzarella? Oh Mann, wer ist denn sowas? Das sind die Pommes. Danke. Vegetarisch. Boah. Zwei Pizzen noch einmal. Wir machen erst die Pommes fertig, das geht schnell. Knusprige Pommes will er haben. Egal, wir können ja schon noch mal einmal hier so einen Teig ausrollen. So. Ich sagen, machen wir die Pommes hier noch fertig. So, da drauf. Knusprige Pommes da rein. Mozzarella-Scheibchen drauf. Mayonnaise. Und dann ab in die Tüte. Wo ist er? Nummer 5. Vorzeitablauf, sehr gut. Ergebnis $12. Und dann will ich aber auch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, beenden wir an der Stelle die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir haben zwar noch nicht wieder unseren eigenen Wagen, aber wir haben unsere Werkstatt schon wieder ein wenig aufgeräumt und aufgebessert. Und wir haben jetzt hier gerade so einen Minijob bei Luciano, da machen wir ein bisschen Kohle mit. Vielleicht kommen wir dadurch wieder auf die Beine und dann sehen wir in der nächsten Folge wieder, wie es weitergeht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.